So, hallo und herzlich willkommen. So, die nervt langsam. Ich weiß gerade nicht, warum die so viel. Also, ich habe ja gar keine Chance, aber warum? Warum habe ich gar keine Chance? Also, er hat zwei Fernkämpfer oder Plänkler-Kavallerie. Die muss ich halt aushalten. Aber sonst. Ich kann mich ja hier einbunkern. Der hat nur die kleine Armee. Also, interessant. Also bei jedem normalen Spieler hätte ich das nicht mal versucht, aber es ist halt der Computerspieler. Und der macht eigentlich nie was Gescheites. Zum Beispiel das da. Unser General wird angegriffen. Schmeißt einfach so seine Einheiten weg. Ist das ein Fernkämpfer oder ein Nahkämpfer? Nahkämpfer, das ist gut. Einfach in die Phalanx rein. Du willst es doch. Ich weiß es doch. Ich sehe es doch. Genau. Beschuss kommt von der Seite und die. Und die kleinen Schilde nach vorne. Das hilft. Und das da ist was normalerweise Leute tun. Und zwar von allen Seiten dann an. Und das ist auch das, was richtig in dem Sinn wäre. Ja, aber ich kann zurückschießen. Drei Sterben oder zwei Sterben oder jubeln sie. Alter, die sterben ja richtig schnell. Die sterben ja richtig schnell. Männer wanken. Na komm, du kannst doch von hier treffen. Ich sehe doch von hier die. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Geschoss!
Schüsse warten auf Ziele. Bisschen offensiver jetzt rein, weil ich habe keine Zeit mehr. Komm, jetzt wank halt schneller. Wir verlieren Boden. Welchen Boden? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Upsie. Der ist jetzt von allen Seiten. Und der jetzt langsam auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, ich hätte vielleicht die andersrum aufstellen müssen. Also die Phalanx
bei den Breiten und die Hopliten bei dem schmalen Gang. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja. Naja. Ja. Aber das Vermächtnis räumt alles wieder auf. Easy. So. Oh, Alexanders Vermächtnis. Mission erteilt, Spion. Natürlicher Tod. Schmarrn. Normal. Ja, super. Jetzt habe ich die Hälfte verkackt. Gut, sorry für die kurze Unterbrechung. Wir machen natürlich automatisch, weil das ist, ja, easy. So, Palmyra. Warte mal. Okay. Da mache ich was für die öffentliche Ordnung. Ne, mache ich nicht. Brauche ich nicht. Ich mache was für Geld. Ich brauche Geld. Da mache ich... Ey, wieso habe ich jetzt Minus? Junge! Wieso habe ich jetzt Minus? Wegen dem wahrscheinlich. Dann baue ich mal ein bisschen um. Da mache ich auch. Nee, das habe ich da schon. Da mache ich hier noch mal was zum Essen. Ich glaube, das reicht schon für den. Ich glaube nicht, dass es reicht. Warte mal. Jum, stell mal. Ich brauche Kavallerie. Ich umstell mal. Ich brauche noch mehr Kavallerie. Der hat eigentlich nur Fernkämpfer. Warte. Ich brauche Fernkämpfer. So. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das schaffe. Ich muss nur mit der Kavallerie da rein. Warte mal. Ich
Es nähert sich feindliche Unterstützung. Fange ich die erstmal ab. Unser General wird angegriffen. Gut, das war das. Hier gibt es noch Leckeres zu essen für die Pferde. Nur Nahkämpfer. Ja schon, jetzt greift man von allen Seiten an. Männer wanken. Hm.
umgekommen. Hey, Ohren! Schwerinfanterie bereit! Zieht euch zurück! Bürger nehmen! Alles kann warten. Steinschleuderer! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt, ne? Nach 10 Jahren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mein Vorteil ist, dass ist die Reichweite. Unser General ist gefallen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, Plänkler sind besser gerüstet. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht.
Ah, mit einem hat er halt überlebt. Uiuiui. Ui, ui. Naja. Not good, not good. Naja. Ich könnte... So, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich habe ja mal kurz unterbrochen. Ja, deswegen werde ich jetzt mal Schluss machen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye!